Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda stellt vor. Und es ist wieder heute ein Switch-Titel dran. Und zwar Bomb Chicken. Ja, herrliche Pixeloptik, super verrückte Idee. Das Spiel wollte ich euch zeigen. Auch hier habe ich jetzt ungefähr 1-2 Stunden reingespielt und kann euch so ein bisschen was zeigen. Aber ich würde sagen, ohne großes Vorgerede, wir starten da gleich mal rein. Ihr wollt ja das Spiel sehen. Ich finde es einfach herrlich. Ich habe jetzt auch mal mit dem Sound etwas optimiert. Das Spiel dürfte jetzt nicht mehr zu laut sein. Mich freut auf jeden Fall sehr, dass die erste Folge bei euch so gut angekommen ist. Finde ich sehr schön. Ja, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen reingespielt. Ich glaube, ich war jetzt bei Level 6 insgesamt. Und zwar, guckt euch das mal an. Ist das nicht ein herrlicher Stil? Guckt euch mal dieses pummelige Huhn an. Herrlich, oder? So, wie spielt sich das ganze Spiel? Die wichtigste Frage. Im Prinzip ist es ein Plattformer. Es macht aber eine Sache besonders. Ihr könnt nicht springen. Ungewöhnlich. Da kommt es aber die Fähigkeit des Huhnes zugute, was es nämlich kann. Nämlich statt Eier legt es auf Knopfdruck Bomben. Und wie ihr seht, ich gehe da mal zur Seite, sonst zerfetzen uns die. Ihr könnt ja einlegen, ihr könnt zwei legen. Und dadurch könnt ihr euch halt auch hoch machen. Ne? Das heißt, ihr müsst nicht springen, sondern ihr stapelt einfach die Bomben. Ihr müsst allerdings aufpassen, wenn ihr denn direkt auf dieser explodierenden Bombe stehen bleibt, dann verliert ihr ein Leben und das ist nicht so cool. Was ihr noch als Fertigkeit habt, ist, wenn ihr eine Bombe legt, ihr könnt die so quasi in einer geraden Linie den ganzen Bildschirm durchkicken. Ja. Das sind schon die Bewegungsmuster. Mehr braucht ihr nicht. Es gibt jetzt auch keine Items oder sowas, die man einsammeln kann. Aber ich würde sagen, wir spielen ja gleich mal ran. Wie man sieht, Sägeblätter sind fies. So. Müssen wir immer aufpassen. Das Spiel allgemein ist relativ schwer, muss ich sagen. So, hier in die Röhre rein. Das Spiel ist echt nicht einfach. Was ihr machen müsst, ihr seht jetzt am linken Bildschirmrand, seht ihr diese blauen Kristalle. Die müsst ihr einsammeln, um da dann halt so zwischen den einzelnen Leveln gibt es quasi so ein Schrein. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen, ob ich das, euch das zeigen kann, wo ihr das reinsetzen könnt. Und da kriegt ihr dann halt Upgrades, wie zum Beispiel mehr Leben. So, weil hier ist es, wenn ihr was berührt, seid ihr tot. Das wird uns auf jeden Fall hier noch geschehen. So, ich warte mal kurz ab. Zack, zack, zack. Seht ihr diese blauen Herzen oben links? Das sind eure Leben. Aber keine Angst, wenn die aufgebraucht sind, habt ihr zwar Game Over, aber ihr startet nur das Level neu. Ihr verliert jetzt kein komplettes für immer Game Over. Und wenn ihr ein Leben verliert, dann müsst ihr nur diesen Bildschirm neu starten. Wie ihr seht, gibt es diese verschiedenen Bildschirme, die man machen muss. So, wir müssen jetzt irgendwie diese Tür hier freischalten. Und ihr seht, unten ist ein Schalter. Machen wir natürlich durch eine Bombe. Zack. So, jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Ist nicht so einfach. Denkt dran, wir können nicht springen. Das heißt, wir müssen jetzt hoch genug stapeln, dass wir da hinkommen. Das Gefährliche ist jetzt aber, das seht ihr jetzt, durch ein Förderband, so unendlich hoch könnt ihr euch da nicht stapeln. Deswegen muss man immer so ein bisschen... Oh, jetzt habe ich da einen Sägeblatt. Ich wollte den Edelstein da einsammeln, aber ich wollte euch nur demonstrieren, wie es ist, wenn man ein Leben verliert. Wie ihr gesehen habt, ein Herz ist verschwunden. So, ich probiere es mal nochmal. So, das habe ich ja nur demonstriert, um, ne, damit ihr es mal sehen könnt. So, ah, da oben ist auch noch ein Schalter. So, muss man aufpassen. So, die Tür ist jetzt offen. Wie man sieht, hat das halt viel mit Timing zu tun. So. Und halt die Animationen, die sind einfach nur putzig, oder? Okay, wir müssen jetzt da irgendwie... Das fährt da drum. So weit war ich jetzt noch nicht. Das heißt, ich muss da irgendwie... Bup, 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 bup. Da ist der Schalter. Also wie ihr seht, man muss immer so ein bisschen knobeln. Wie komme ich da am besten hin? Das ist eine gute Frage. Weil ich muss ja die Bombe irgendwie auf der Höhe dahin kicken. Ah. Das Sägeblatt. Gut, wieder hier am Anfang. Es ist quasi so eine Art Puzzle-Plattformer, ohne dass man springen muss.
Und wie ihr seht, es ist halt nicht einfach. Vor allen Dingen, man muss auch... das war knapp. Man muss auch oft erst ein Gefühl dafür bekommen, mit den Springen, mit den Hochstapeln, wie hoch muss ich stapeln, damit ich diesen Abgrund schaffe und so weiter. Zack. So. Aber irgendwie, dadurch, dass man immer so einen gewissen Flow hat und weil es einfach so bekloppt aufgemacht ist, guckt euch nur mal die Idle-Animation von diesem dicken Huhn an. Ist das nicht herrlich? Und dann gibt es natürlich noch versteckte Sachen, wo ihr den Edelstein noch finden könnt und so weiter. Ich frage mich echt, wie ich das da... Also irgendwie muss ich das ja so hochstapeln. Zack. Vielleicht wenn ich jetzt so hoch... Zack, zack, zack. Ja. Es ist nicht hoch genug. Zack. Ja. Okay. Muss ich wahrscheinlich hier hochstapeln. Ah. Denselben Fehler nochmal gemacht. Gottes Willen. Okay. Mal gucken, ob wir das Rätsel hier noch gelöst kriegen. Ich habe, also es ist wirklich schwer. Es ist viel Trial and Error. Aber das nimmt man gerne in Kauf. Weil es einfach so... Es spielt sich halt relativ flüssig. Und wenn man ein Leben verliert, so weit wird man meistens gar nicht zurückgesetzt. Beziehungsweise, die Levels sind jetzt auch nicht so riesig, dass man jetzt immer so ewig warten muss. Das passt eigentlich. So. Genau, jetzt warten wir, bis das da durchgelaufen ist. Nein! Okay. Jetzt, ich wollte euch nur mal zeigen, wie es ist, wenn man Game Over ist. Ich zeige euch einfach mal hier, weil das Level ist jetzt sehr mit diesen Kreissägen fokussiert. Wie ihr seht, ich bin in Level 6. Ich wähle jetzt mal einfach mal Level 3 aus, was so ein bisschen einfacher ist. Dass ihr mal auch ein bisschen was anderes sehen könnt. Wie zum Beispiel auch andere Rätsel so beispielhaft aufgebaut sind. Ne? So. Hier gibt es nämlich auch sowas wie Gegner. Okay, da oben war eigentlich was zum Einzusammeln, aber anscheinend kann ich das nicht nochmal spielen. Und hier sieht man schon so ein bisschen, so, ich muss mich hier hochstapeln. Und hier zum Beispiel reicht, wenn ich es einfach nach rechts gehe. Und dann muss man hier halt gucken, wie hoch muss ich stapeln, dass ich da auch hinkomme. Ja, gehen wir mal hier nach ganz oben. So, wie machen wir das am besten? Wie weit fliegen die? Zack, hochstapeln. So, schnell die Edelsteine einsammeln. Die habe ich anscheinend noch nicht eingesammelt. Also die Gegner sind hier eher, sage ich mal, bewegliche Hindernisse. So. Zack, zack, zack. So, und einmal... Oh, das war knapp. Ja! Fast in die Fledermaus reingefallen. Aber ich, ne, Pixel Art mögen wir sowieso alle. Und noch diese bekloppte Aufmachung. Der Sound hält sich natürlich durchaus so ein bisschen zurück, sage ich mal. Aber das muss ja nichts Verkehrtes sein. So. Und hier sehen wir jetzt gleich, wie wir jetzt rüberkommen. Nämlich, indem wir auf den Viechern hier rumspringen. Weil das könnt ihr nämlich. Quasi wie Mario. So, schießen wir hier das noch dahin. Dass wir da entsprechend den Edelstein noch einsammeln können. So. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Vielleicht komme ich hier nochmal zum Levelende, dass ihr mal den Eindruck von der Story kriegt. So, ich glaube, das war dann hier. Zack, zack, zack. Das müsst ihr halt natürlich ausprobieren, ne? So. Den haben wir dahin. Okay, dann muss ich denn hier gleich ein bisschen ganz hoch stapeln. Zack. So, und dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt ganz hoch stapel, dann müsste ich den Sprung schaffen. Ja, und das ist jetzt quasi ein Level gewesen. Jetzt seht ihr hier halt diesen Abschnitt. Hier müsst ihr dann halt... Ah, ich habe genug Edelsteine gesammelt.
dass man hier denn die hier quasi in diesen Schrei, Hühnerschrein oder wie das ist, ne, machen. Hier musste ich jetzt 40 einsammeln. Wie ihr seht habt, habe ich jetzt ein Leben mehr bekommen. Also zumindest bisher war es nur so, dass ich halt eine bestimmte Menge von diesen Edelsteinen einsammeln muss und dafür als Belohnung ein Leben bekommen habe. Und dadurch ist halt euer Weiterkommen, wie ihr gesehen habt, etwas vereinfacht, weil ihr dann halt mehr Versuche pro Bildschirm logischerweise habt, ne. Ja, und ich würde sagen, das war auch schon so der Eindruck zum Spiel. Ich wollte das jetzt nicht so ganz lange halten wie beim letzten. Mir persönlich macht Spaß. Ihr müsst auch hier natürlich etwas frustresistent sein. Aber wenn euch das Stil zusagt, könnt ihr nicht viel falsch mitmachen. Also, vielen Dank, ihr fantastischen Menschen, dass ihr dieses Mal auch reingeschaltet habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut!